Geh nochmal. Hey, ist der Jungs auch schon hier? Ja, da ist er ja, Helmut. Hi. Glück auf. Sag mal, du verspätest dich aber auch immer wieder. Ja. Anja, mach mal sofort einen klar für mich. Ja, nimm mir auch noch einen, komm. Kopf im Nacken, dann geht das. Scheiß mal Loche. Ja, ja, ich weiß. Ich hab's auch schon hinter mir. Ich bin froh, dass ich das überstanden hab. Jo. Hast du wieder Presse dick gehabt, wa? Oh, doppelt. Weißt du, was das für Schmerzen waren? Ja, das kann ich mir vorstellen, wa. Ah, Weisheitszahn und dann entzündet, ey. Boah. Und der alte Kübelmajor lässt dich da unten auch noch wahrscheinlich halb verrecken. Ja, ich muss erstmal mit Alk spülen. Au, das mache ich aber auch jeden Tag durch. Erst mit Alk spülen und dann hinterher noch Weichspüler hinterher, ne? Jetzt hat der mit dem Handball gelaufen. Sind wir jetzt weiter oder ausgeschieden? Nee, noch sind wir dabei. Also, jetzt wie es jetzt ganz genau ist, weiß ich nicht. Gestern war auf jeden Fall Frankreich und Russland. Jo, Prost, ne? Anja hier. Prost, Anja, gib runter. Boah, besser wie nix. Ah. Oi, oi, oi. Seit wann bist du denn hier? Hast du heute frei gehabt? Jo, ich hab mir hier schon eingenistet. Zu Hause fällt mir der Deckel auf den Kopf. Jo. Wolltest du den im Stängel? Ja, komm, sei ihn ein. Sei nur ja. Gut, oder? Sag jo. Ehrlich. Das tut wieder gut, oder? Das sag ich hier. Hat ja aber irgendeinen Anruf für mich heute schon? Schüttelt den Kopf, winkt ab, hat zu tun. Gut. Wie immer sehr gesprächig. ich bin kaputt wie Harry, Alter. Ah ja, das kennen wir schon, das kennen wir schon. Ich dachte ja, meine Ische ruft an, die ich jetzt neu am Start habe. Du, sag nichts, das kann immer wieder passieren noch. Wie ich dich kenne, passiert das gleich auch. Wohl. Ja, soweit ich weiß, vorgestern waren wir Platz 2, weil wir unentschieden gemacht haben gegen Frankreich oder mit Frankreich, wie auch immer. Und ja, jetzt gestern, Frankreich-Russland, war glaube ich auch unentschieden. Die können sich da werden nicht entscheiden, die Bande. Und dementsprechend sind wir wahrscheinlich auch zweiter oder dritter Platz, je nachdem. Ja, und wir hatten ja irgendwie gegen Russland geführt und dann haben wir noch einen am Sack gekriegt von den alten Russen. Hör mir auf, du. Hör mir auf, du. Ich hab Putin rangedreht, hör mal. Der dreht an jedem Rad, glaub mal. Sogar an Amerikas Rad. Sonst wäre trampelt, den die alle macht. Aber darf man ja nichts gegen sagen. Ich bin ja sofort ein Rassist, wohl. Gegen die 2007er Mannschaft von unserer Handballer könnte ich hier sowieso nicht anstehen, weil die sind Weltmeister geworden damals. Ja, das auf jeden Fall, du. Die haben's gezeigt. Heute Abend ist wieder Dschungeltime, mein Freund. Ja, Dortmund spielt heute auch, ne? Die denn hier wieder für einen Aschenbecher. Das ist doch mein Lieblingsaschenbecher, wa? Jo, das ist der. Dann mal Prost. Jo, auf dein Wohl, ne? Wie gesagt, Dortmund spielt gleich noch, ne? Ja? Weiß er Bescheid. Jo, ich habe ja eine Dauerkarte, wie du weißt, aber ja, wegen meiner Zahngeschichte ging das nicht. Ne. Wenn man Fresse dick hat, dann bringt das nichts. Ja, von Netti höre ich auch nichts mehr, ne, aus Dortmund. Oh, das ist scheiße. Die wohnt ja direkt da. Dann asch mal rein, doch. Da fast am Stadion, die hat sich nicht mehr gemeldet, ne? Ja, was du wieder mit der gemacht hast, keine Ahnung. Nichts mit dir gemacht. Die hat einen anderen am Start, die hat einen Perfektor, ja. Ach du Scheiße. Euer Kübelmajor, wa? Hinter denen trauert sie heute her. Oh, die Fritz, du kannst vergessen. Der bringt's auch nicht. Ja, das ist doch was für ein Arsch, ist das doch alles. Ich bin wahrscheinlich zu dick. Ja, was weiß ich. Ach du mit deinem Dick, hör bloß auf, du. Und durstig. Tja. Oh, Anja, danke, dass du uns wieder die Nüsschen hier hingestellt hast. Guck mal. Jo. Mal doch mal was. Das ist er wieder. Ach, dein Handy. Boah, wer ist da? Sag mal, hast du immer noch die alte Hünde drauf? Das ist Netti. Ach du Scheiße, Netti. Dann gehen wir dran. Ja? Netti? Ja? Nee, heute? Was heute? Heute ist saufen. Heute kann ich hier nicht weg. Ich muss immer wieder packen. Ja, leck mir am Eimer. Ach, okay. Was ist denn jetzt mit Mr. Perfect? Und nicht in Ruhe lassen. Irgendwas verkrügelt zu ihm. Mr. Perfect hat dich sitzen lassen. Tö. Was
nehmt dich doch nicht mit. Ah, okay. Ah, okay. Ja. Also bist du musst halt leben, ne? Aber gut. Mach dir nichts draus, wenn du es einen anderen. Alten Lust. Ja, lass uns morgen darüber reden, ne? Alles klar, Knutschkugel. Hab dich lieb. Tschüss. Na ja. So wie die anderen 15 auch. Naja, Mr. Perfect, in den hat er sich richtig verguckt. Dass er dir aber die Note fast verbrannt hat. Ja. Immer glücklich, genau so letztes Jahr. Tja. Der Weiber mit Richten. Ja, ja. Komm. Eine viel Weiberei. Wir schocken wieder ein heute. Ah, ja. Mach du er. Ja. Jo. Diesmal lässt du wenigstens nicht fallen. Das sieht doch schon ganz gut aus. Wenn ich nüchtern bin, lasse ich nichts fallen. Ja, ich nicht mehr. Ihr habt schon so. War. Das soll dir auch helfen beim Abnehmen heraus. Mhm. Ich brauch mal nicht vor allen Dingen. Das sag ich dir, du. Das hat schon mein Opa immer gesagt. Ich muss nochmal nachzünden. Ja, alte Zündkerze, du. Hat schon mein Opa immer gesagt. Augen auf, oder ja, braucht man nie auf. Jo. Und morgen sind wir wieder gemeinsam auf Schicht, habe ich schon gelesen. Ja, wir müssen ja den letzten Scheiß da unten rausholen. Er ist ja nicht immer Schicht, da müssen wir noch was machen. Aber ich habe keinen Bock auf Grabowski. Ne, der Kübelmajor, der, sag mal, hat der nicht sogar einen Krankenschein gehabt? Hat er was gehört? Der hat doch so seine Eier verdreht, da war doch irgendwie so eine Rodenpronation oder wie das ist. Ja, irgendwie sowas ja, war ja. Der hat da ganz schön Fehler gehabt, du. Oh, man muss, glaube ich, auch erstmal eine Stange Wasser in die Ecke stellen. Warte mal kurz. Ja, ja, ach so, ich weiß. Achso, Klaus kommt glaube ich heute, ne? Klaus? Ach du Scheiße, muss das auch noch sein? Ne, du. Warte mal, was haben wir? Oh ja, kommt da. Ach Gott, das muss ich aber nie haben. Beeil dich, ich habe keinen Bock mit den Psychopathen alleine ja, umzugehen. Ja, da. Ja, ja, ist klar. Ach, Klaus, alten Wichser, ne? Wie heilt dir das? Lass mich bloß in Ruhe. Ja, ich lass dich immer in Ruhe, Klaus. Kannst ja eh nie richtig was machen, wohl? Du hast ja nichts mehr auf der Kette seit damals. Weißt du, was ich dir gleich gebe? Eins in die Schnauze! Klaus, pass auf. Die Pulle zielt genau auf dich. Jetzt denk mal drüber nach. Lass mich in Ruhe, du Arschloch. So, da bin ich wieder. Boah. Ey, die sollen mal neue Steine da in die Buchen becken. Riecht nicht mehr so eine Apfel wie sonst. Ach Gott. Anja, denk mal dran. Sollst du die Dinger auch nicht lutschen? Meine Fresse. Klaus, komm. Heute bist du mal dran mit einem ausgeben. Du hast letztes Mal von uns einen ausgegeben. Das glaubst du aber selber nicht. Doch. Du kannst mir am Arsch lecken. Du kannst von mir lernen. Mehr kannst du nicht. Erzähl einen von Herzog. Erwähn bloß nicht den, uns geht er wieder durch die Decke durch. Jedenfalls lass uns über Frauen sprechen. Ich vermisse Nettie. Ja gut, da kann Klaus schon mal nicht mehr mitreden, ne? Meine kleine Kette. Daraus hatte sie doch alle. Hatte sie doch alle. Bitter nötig. Kommt doch jede durch. Komm, sag doch okay. Ach, also damals zu deiner Hochzeit hatte der sehr viel Hochzeit. Selbst die Ziege vom Nachbargarten, ich weiß. Klaus, wolltest du mit schocken? Guck im Spiegel, hast du genug Schock, du Arschloch. Klaus, ruhig. Was willst du? Es kommt der Tag, an dem ich dir in die Fresse haue. Klaus, was ist rot und schlägt für die Zähne? Wie, was, wie? Ja, was ist rot und schlägt für die Zähne, Klaus? Weiß ich doch nicht. Einen Ziegelstein und jetzt zieh ab. So, jetzt sagt er nichts mehr. Hat doch mit Klaus nicht so umgehen, aber du. Das ist doch eine Legende. Ups. Legende vom Pinkelbecken haben wir auch nicht drum. So. Nee, mein Zahn macht immer noch Probleme. Scheiße. Aber er muss halt den und dann. Ah, er war voll dick. Das ist das Wichtigste, dass du noch ein bisschen am Mitkacken bist. Du weißt, ohne Zähne läuft nichts. Aber dann hat die Zunge freies Spiel. Das ist auch wieder so gemacht.
Ja, das brauchst du sowieso. Ja. Du brauchst sowieso Zunge und freies Spiel. Ich kenn dich doch, du alten Wemser. Ja, und geht dann wohl weiter mit Dortmund. Und muss die Meisterschaft? Na sicher. Bei dem Trainer muss das jetzt klappen. Er hat in den Wintermonaten jetzt genug Zeit gehabt, mal wieder einen zum Stapel zu lassen. Ja. Sonst holen wir uns den Dings zurück. Bevor der noch einen Fuß auf Dortmunder Ebene setzt. Ja, machen wir mal. Weißt du was? Bevor das passiert, da holen wir uns den Kloppo wieder. Kloppo? Ja, Kloppo nicht. Psychopath, nahm freie Einreise. Die so am Klaus. Prost. Jawohl. Aber jedenfalls Grabowski, wenn er Krankenschein hat, bin ich glücklich, weil der hat letztes Mal wieder nur Theater gemacht, der alte Film. Ja, gar nichts anderes, das ist auch ein Künstler. Ja. Du, das sag ich dir. Wenn der mal nichts zu kacken hat, dann geht's ihm nicht gut. Wo ist das mit Revier? Und gerade bei dem. Der ist ein Psychopath, der Typ. Könnte Vater von Klausken sein. Oder umgekehrt. Ey Klaus, wir sind mit Grabowski verwandt. Na gut, Mittelfinger ist auch eine Option. Ja, Klaus. Weil es nicht lange gehalten, ne? Ja, die haben ja gesagt, der wäre schon 92 oder 91. Naja. Ist ja gar nicht. Hat sich nur tot gestellt, dein Arschloch. Jawohl, gönn ihm da. Ja, der hat doch sowieso alles unter Kontrolle. Oder ja, fehlt da inkognito, hier war uns im Pott, was soll's? Ja, eben. Ich weiß ja schon, wo er steckt und in wen er steckt. Wo er nicht mehr steckt. Nee, der verdrückt höchstens mal einen. Ich bin gespannt, ob Netz gleich nochmal anruft. Kann passieren bei deinem Pech. Oh. Ja, ja. Daumen redet man drüber an, ne? Ja, geh mal dran an der Wunze. Ja. Hallo? Netti, hi. Ja. Ach, du und deine Reihe, mein. Leck mich doch. Nee, heute kann ich echt nicht mehr. Ja, Liebeskummer ist grausam, ich weiß halt, aber ich will jetzt noch der schlechteste Ratgeber bei sowas. Oder du hättest du einen Tipp für Netti? Sauf dir ein. Gehört? Sauf. Und danach fühlt sie dich besser. Wann meldest du dich dann noch mal in 10 Minuten? Ach gut, hör bloß ja, auf. Also hör mal auf deinen Tipp und trink dir mal ja, hinter der Binde, ne? Schönes Eierlikörchen. Ja, genau. Also, halt die Ohren steif, hier. Ja, scheiße, Liebeskummer. Wie war das alte Lied? Liebeskummer lohnt sich nicht, mein ja. Darling. Naja. Ich bin gespannt, bei Mirko sich überhaupt meldet. Sich überhaupt meldet. Hat er auch Liebeskummer oder was? Und dann hat er es wieder nicht geschafft. Ach du Scheiße. Jetzt nehme ich nachher noch eine Schmerztablette und dann lege ich mich hin nach dem Dschungel. Schön Konterbier, das hilft am meisten. Saufen kann Tabletten. Pass auf, ich sauf mir auch meine Schmerzen schön, glaub mal. Du hast ja chronische Schmerzen. Das ist wohl so. Aber weißt du was? Die meisten, die fangen ja Kiffen an dadurch. Wolltest du noch eine AB, ja? Ja, komm, eine nehmen wir noch. Mal, mein Opa, hier. Der hatte Rothändle ohne Filter geraucht damals. Ei! Wär ich mal so wie wir. Das ist ja quasi Kindergarten. Wollte ich was sagen. Der hat doch wirklich die. Eckenbrand. Ja, eben, das stimmt. Der hat da wieder den Arsch wieder braun geschissen, wa? Das letzte Mal Grabowski gesehen, wer versucht hat, unten zu rauchen, heimlich. Ja, ja. Die Sau. Alte Schlagwetterprophet, der du. Der bringt uns alle in Gefahr. Das hab ich aber, Merkel. Du, das habe ich aber gemeldet, du. Jetzt nicht mit dem Merkel, sondern mit dem Grabowski. Das habe ich gemeldet. Was meinst du, wie schnell, Du bist doch dran, oder was? Ja, stimmt ja, stimmt ja. Komm her. Hallo. Ja, ja, geht ja noch. Jo, heute werde ich nicht alt. Oder Klaus, wie lange bleibst du heute? Bist du nicht verpisst, du Arschloch? Also, der Kerl kann es nicht lassen.
So kenne ich dich. Der Kerl kann es nicht lassen. So ein. Das war Klaus darf das. Er ist Legende. Ist auch so ein Künstler wie der Jack Tango, den kannst du auch in der Tonne kloppen bald. Oh mein Gott, vollkommen, Jack Tango. Vollkommen abgehoben, sag ich. Von dem habe ich ja schon lange nichts mehr gehört. Der hat irgendwie so ein Wappen gemacht, da ist er, hat er drauf gespielt, was er alles ist. Ja, das ist von seiner Familie umgebaut, du. Der wäre ja alles irgendwie. Hörspielsprecher, Autor, Künstler, Magier, Sexsymbol und was da nicht alles draufsteht auf dem Wappen. Dicke Eier und mehr Luft drin wie halt andere aufgepumpt, sag ich dir. Angeblich. Soll der auch ins Dschungelcamp gehen? Ja, ja. Mit dem Affe wird das passen. Aber auf jeden Fall doch. Aber noch bescheuerter und bekloppter, da möchte er gern Martin bestimmen. Ach. Hast du von dem schon mal was gehört? Hm. Er denkt auch, er ist es immer. Ja. Er soll verklagt werden. Wegen irgendwelchen Tantiemen da. Ach so, ja, ja, der verdient doch gar nicht. Der? Das ist ein brotloser Künstler, der Kerl. Der hat doch nichts. Ja, das ist wieder einer Schauspieler, der zur gleichen Stadt kommt. Das auch immer. Schauspiel ist brotlose Kunst. Ja. Nee, die beiden können ruhig im Dschungel. Wollen sie da Maden fressen? Du, wenn der im Dschungel fertig ist, da gibt's ja keine Viecher mehr. Die fette Sau. Tingo, der ist auch so ein fettes Schwein. Ja, den meine ich doch. Ja, der. Der Maßmaschine ist auch noch fettes. Immerhin ein paar Kilo leichter. Nee, was sieht der so von Weitem aus? Nur so aus, wenn der von da rein geht, dann denkst du, der ist ein Gefangener. Der Tango, der Tango, ne? Tango, der Tango. Das soll ja ein Alkoholiker sein. Ja, wie das habe ich noch nicht gehört, echt? Doch, doch. Der soll was so machen. Der trinkt seine Frühstücksflocken morgens mit Bier und mit Wein und was weiß ich alles. So ein Abgehoben ist das schon doch. Nee, Anja, jetzt wo ich Sprudel oder was. Nichts Alkoholisches. Komm, für mich noch einen Schnaps. Oh, jo. Das passt noch. Mensch. Hab noch ein bisschen was aufzuarbeiten. Anja, eben dein Glas gebraucht. Ja. Hier, Risse. Hier ist zwar noch ein Schluck drin, aber. Sag so. Jo, danke. Spül. Ja, immer. Ein halb volles Weinglas ist besser als kein Glas. Ja, eben. Ja, so ist das Leben. Aber brotlose Kunst. Ja. Man muss ja die Kunst machen. Für Leute, die da einen Spaß haben. Wir sind ja nur einfache Bergmänner. Wir sind ja auch nicht besser, weißt du? Ja, wir kommen von unten und unten landen ja, wir auch wieder. Schwarze Kohle, ne? Der Mann mit dem Koks. Was ist mit dem Wecker? Sind wir überhaupt noch? Konstantin? Doch, der ist auch schon verreckt, oder? Oder er lebt noch, da fährt er liefen. Raus. Halt die Fresse. Raus. Ziegelstein. Darauf kommt er nicht klar, du. Der muss wohl irgendwie so eine Psychose haben. Der Mann ist im Kanal nicht immer so liebenswürdig sein, wie er früher war. War der überhaupt mal liebenswürdig? Damals im Dschungel? Das war kein Liebenswürdig, das war schon eine Unterkategorie. Das wäre ja für Dschungelcamp, du. Heute habe ich eine Vorschau gesehen, da ist der Kasala dabei. Was? Ey, der geht ins Camp runter nochmal? Den haben sie, der baut sich da vor die auf und dann trellert er hier der Kasala rein. Der lässt die Buchse runter, dann rennen sie alle schreien weg vor Lachen. Er kann doch nichts haben, du Pimmelkopf. Sie hat doch jetzt den Rekord von Larissa Marol eingestellt und ist jetzt sogar die meiste Pimmelprüfung ever. Ach, Gott, oh Gott. Ich dachte, da fehlt noch ein bisschen. Oh, Anja, hast du uns mal was Gesundes hingestellt hier? Oh, lecker. Was ist das für ein Zeug? Weintraubengrüne. Ja gut, Wein ist immer gut. 99 Cent im Rewe. Das ist heute im Angebot. Na dann. Warte. Da schreibe ich auch mal einen Deckel drauf. Das könnte ich ja mal nach der Schicht dann nochmal eine holen. Pass auf, du. Nicht, dass die Birne von der Wand holst, du. Werden wir dir abgehört hier oder was? Böses von Klaus, der alten Studiker, du. Das war Fassungsschutz hier. Ach. Überprüfen wir jetzt alle mal. Wollen wir am Arsch lecken? Ja. Verfassungsschutz, das, was ich verfasst habe, das schütze ich mir selber, du. Lieber, ne?
derjenige Schützen, der wirklich schuld an allem ist. Das auf jeden Fall. Ja. Ich weiß ja, wer das ist. Und das ist auch nicht schon wieder. Meine Fresse, das geht mir so was von auf den Sack. Pack das Ding weg. Geh ja nochmal. Letty? Ja? Ach, immer das Scheiß. Was, du findest den Alten? Nee. Weil sie ja Veganerin ist, findet sie den veganischen Alten. Veganischen Alten, das ist hinten in der Schaufeltour. Du, was ganz Veganes. Leitungswasser. Nimm mal den Wasserhahn auf. Was? Ja, ich habe mir jetzt veganische Mortadella heute gekauft. Vegetarische Mortadella. Leck mich am Arsch, du mit dem Scheiß. Nein, jetzt heul doch nicht wegen diesem Scheiß Perfekt. Arschloch. Du Arschloch. Ja, du auch, Klaus. Weißt du, du bist Kummer, der verdient. Schon bald dauert die Kippe ein paar Monate, aber dann kannst du es überstehen. Das ist wie wenn man zum Zahnarzt geht. Ach. Grüße dich. Na, wie das endet, weiß ich mir. Grüße dich. Tengu. Tengu hast du gesehen? Was? Wo, bei YouTube? Kannst du vergessen, die Sau. Den darfst du nichts geben. Ach, der ist cool? Hat den Arsch auf? Ja gut, dann beschäftige dich mal mit seinen Videos. Am nächsten Mal. Ne? Alles klar, Knutschvogel. Ganz so vergessen. Wir reden morgen, ja, ne? Kannst du auch vergessen, ja. Tschüss. Schlabber nicht das Telefon ab, sonst kannst du hinterher erneut kaufen, weil du halt vollgesabbert hast. Pass auf. Eine kleine Maus. Ja, gib mal, pack mal deine Kippe aus, wo, dir fällt ja schon bald die Asche in das Gebiss. Du bist auf dem Filter rauchen, hör mal. Ja. So. Ja, noch ein paar Minütchen, dann kann ich auch. Komm her! Prost, jawohl! So! Jetzt die Runde gewinne ich! Hör mal! Ist die ganze Liste? Das kann ich! Boah, das Wetter geht mir auf, wenn du es hier durch! Die Ratten, der gab. Hör mal. Wie lange der Krankenschein hat. Weißt du das? Nee. Wie ich den kenne, geht der Vorkrankenschein wieder raus. Fährt er nochmal ein, um den Leuten das Leben zur Hölle zu machen. Oh. Das alte Arschloch. Ist lach. Ich bin mal gespannt, aber ihr habt sich doch mal angesagt. Bitte mal, wann wollte der seinen Geburtstag hier feiern? Am 15. Mitten oder? Naja. Wollte der doch hier auch in den Kreis? Ja, weißt du was? Wenn der hier feiert, den pack ich Abführmittel ins Wasser. Pass mal auf, in Folge 3 feiert der hier. Der Sau. Alles sag ich dir. Und andere später. Ja. So muss das sein. Pass auf, fällt mir gerade einer ein. Ja. Hier, pass auf. Mutter, beziehungsweise junge Frau, bei Terroranschlag. Drei Kugeln im Bauch gekriegt. Wusste ich, dass sie schwanger ist? Zum Arzt hin. Glückwunsch, sie sind schwanger. Ist ja rausgekommen. Irgendwelche Organe verletzt durch die Kugeln, nix ist. Ja. Also, 9 Monate später, 3 gesunde Kinder zur Welt gebracht. 1A, 3 Jungs. Wunderbar. Gut geworden, nichts passiert. Alles gut. Dann, pass mal auf. Jetzt kommt's. 10 Jahre später, Mama, Mama. Mir ist was passiert, als ich gerade auf dem Klo war beim Pinkeln. Hat Kling gemacht und da war eine Kugel im Wasser, im Bottich unten. Die Mutter denkt zurück, scheiße, war doch was? Anschlag, Kugel? Ja, ja, mein Sohn. Alles gut, das passiert dir nur einmal im Leben. Dann pinkelst du keine Kugel mehr aus. Gut, nie wieder nachgefragt, alles gut, geht weiter. Der nächste Sohn, 12, 2 Jahre später also. Mama, Mama. Hab eben den Strahl Wasser in die Schüssel gestellt. Hat Bing gemacht. War eine Kugel drin. Keine Angst, mein Kind. Ist dein Bruder auch schon passiert? Passiert dir nur einmal im Leben. All gut. 2 Jahre später sind sie 16. Kommt der dritte Sohn zur Mutter. Mama, Mama, mir ist da was passiert? Das glaubst du gar nicht.
Ja, ja, sagt die Mutter. Du warst beim Pinkeln, hat Peng gemacht, da war eine Kugel in der Schüssel. Nee, ganz anders. Ja, was denn sonst? Mama, hab beim Wichs den Hund erschossen. Das war eine Sache. Mahlzeit. Oh mein Gott. Da weißt du, wo die andere Kugel geblieben ist. Hört sich ja fast so an wie diese Witze-Parodie von Jack Tango, die er da immer hat. Ja, genauso beschissen. Ja, aber bist du Freund? Mhm. Aber immerhin, ein kleiner Lacher hast du. Nee. Doch. Halt versuch mal den Grabowski zu vermitteln. Der rennt wie drei Tage wie irre durch den Bau und weiß nicht, was Sache ist. Ich hab gerade nicht mehr an Grabowski gedacht, aber das grün schon wieder ein. Immer noch. Weißt du warum? Arschlöcher sterben hier aus, die gibt's immer. Ja, guck im Bundestag, da siehst du die ganzen Altparteien. Ja. Ja, aber das Leben geht weiter, die Erde dreht sich, gibt's Smiling, ne? Sagt ja schon die Geister, die gibt noch mal. Ja, ja. Weißt du schon, was du meinst? Du weißt, was ich meine. Ich sehe da wie Monty Python. Ja. Always look on the bright side of life. Jawohl. Und pfeifen du jetzt nicht, ich bin ja keine Pfeife, wohl. Nein, komm her. Willen, ja. Prost. Jo, auf dass wir alle noch das nächste Jahr erleben. Eieiei. Nee, den nächsten schreibst du auf sein Deck. Ja. Kann er gebrauchen. Du verdienst eh 20% mehr. Ich hab die ganzen Abzüge noch. Du hast deine Abzüge, die heißen Erika, die heißen Sandra, die heißen Cordula, die heißen, was weiß ich, was alles. Komm, du mit deiner ganzen Weiber. Die noch nicht der Schwanz abgefallen ist, dann wundern mich. Hat man denn sonst Schönes im Leben als Halbinvalide, wenn man eigentlich schon nicht mehr arbeiten kann? Fußball, was denn sonst? Ah, da auch nicht den ganzen Sex. Ne? Sex muss ja auch noch sein. Ich bin treu, das ist meine Devise. Ah, ich bin ja auch treu, immer derjenige, die ich gerade habe. Ja. Oh, hätten wir schon da, mal. Jetzt. Das ist das. Ist das. Wenn du dann zack, fällt's runter. Und legst mir ab mit deiner Vielweiberei noch. Auf die schönen Paketboden hier. Na. Da will Klaus jetzt hin. Oh, ich trifft da diesmal das Becken. Der alte Freischwimmer, du. Der denkt doch immer, da liegen 2 Euro in dem Becken. Der war ein bisschen Grabowski kommt. Das hab ich gehört, du Arschloch! Pass auf, der sagt dann höchstens. Aber gut, leid mit nicht rein, du. Das war er noch von ihm. Ja, ja. Ihr wart doch, bück die da vor, den Rest mach ich, ne? Wieso fang ich dich zusammen, doch? Das hört sich ja fast an wie Grönemeyer, wenn du den Klaus gibst. Ja, der ist jetzt im Stimmbruch. Ja, das war die dritte Kugel. Also Klaus angeschossen. Klaus will ich nie was. Ja, der beste Freund ever. Ja. Wenn hier kein Teddybär reinkommt und der redet. Weißt du was, wir müssen das so machen. Ich sag's dir. Der Klaus, der kommt auf den Geburtstag von Grabowski. Und dann macht der hier seine Klaus-Show. Dann geht's aber ab. Seine Klaus-Show. Schulz. Jo. Wird auch mal wieder Zeit, dass du auf die Oma kommst. Jo. Mal wieder. Und deine Mutter hatte hier mit den Dings Probleme? Mit den Beinen? Jo. Die hat die Beine so offen, wie ich meine Schnürsenkel manchmal. Ich werde das wieder heilen. Hör mal. Das ist eine solche, sag ich dir, er zippt die Beine entlang. Die Mutter hat ja auch mit grünen Augen. Aber jetzt geht er nicht zum Arzt. Nee. Hier raus, Mittelchen und Zeug. Das ist knallhart bei dir. Kaufen sich alles mögliche Pflaster, Hühnerarm, Pflasterkleber, aber nicht Frauen. Ja. Dann wundern sie sich. Das sag ich dir, bei dir der ganze im Medizinschrank reingucken, das ist ungefähr. Das Paradies für mich geil, weil er wird da 20 Atombomben rausmachen, ja. Und was weiß ich, 30 Schabgas oder irgendwas noch knüpfen. Der macht das doch. Da fällt mir ein Zitat ein, wie du gerade Politik sagst, von Dieter Hallervorden. Kennst du noch, ne? Hallervorden.
Ja, ungefähr. Aber hat er vorhin gesagt, ja, der hat, kennst du ja noch, ne? Die kenn ich doch. Der kennt doch. Die kennt doch jeder. Ja, eben. Pass auf, der hat gesagt, Politiker, die musst du behandeln wie rohe Eier. Was macht man mit denen? Richtig, man haut sie in die Pfanne. So, Prost, Glück auf. Jo. Ja. So. Passt. Ach, so sind die Zeit. Zeiten sind schlecht im Moment. War schon mal besser. Jo, alles kostet mehr. Du hast ja für jetzt, für ein paar Euros, hast ja nichts mehr im Korb. Hey. Du hast ja nicht mehr die Kaufkraft von der D-Mark. Ja. Alles beschiss, der ganze Euro war beschiss. Warte, ich probier mal vegan. Euro. Rein. Vegan. Ja, die ernährt sich nur so, die ist nur lecker. Ja, das vegane Zeug. Weißt du, ich sag immer, Veganer sind Arschlöcher. Weißt du warum? Nein. Ah, kann ich dir sagen. Die fressen mein Essen, das fressen dich. Ne? Ja. Ja. So ist das. Komm. Bei uns gibt's auch mal Gemüsetag und sowas. Gemüsetag muss sein. Ja, eben. Wenn da Fleisch bei ist, dann ist das okay. Wollte ich gerade sagen, ein Stückchen. Und mein Salat kommt auch ein bisschen Trutenwurst. Das kennst du ja noch. Am Morgen wollte ich hier Dings machen. Sahne Heringsfilet, Papellemänner dabei. Oh! Das ist gut, das esse ich auch immer gerne. Dann machen wir auch öfters. Schmeckt auch gut. Mhm. Das ist mit das Beste, was es gibt. Aber da musst du die von der blauen Marke nehmen, den blauen A. Ich mache ja keine Werbung für Uldi. Ich hole den aus dem Rewe immer. Ja, ich hole immer. Ja. Netti mag ja. Ist klar. Vegan. Hm. Weißt du, was mir komisch vorkam? Nee, warte. Also, früher, die Kirche hat sich geirrt. Hat sie mal zugegeben. Nee, wer hat 12 Kirche. Ach, Kirche. 12. 13. Jahrhundert, anno Tobak. Irgendwann da hinten. Ja. Haben sie Biber als Fleisch angesehen. Als Fisch. Biber als Fisch. Biber, ja, hier der Nagel. Weil die ja im Wasser auch geschwommen sind und weil die nicht auf das verzichten wollten. Weil das war ja immer hochkatholisch und streng und dann Fleisch. Gab ja kein Fleisch, ne? Fastenzeit und generell Freitag ist Fischtag. Oh, hast recht. Ne? Soll ich auch gewesen. Und dann, irgendwann haben sie dann doch den Schluss gefasst, scheiße, Biber rennt am Land. Ist also doch noch Fleisch. Ja, das war der Martin Luther, der hat den an eine Thesen an die Wand gekloppt, ja, ich sag. Der hat die Thesen gekloppt und da stand dann drauf, Biber ist nicht der Fisch. Also, das kann sein. Da war Protestanten und dann war das gegessen. Mhm. Dann gab es die Katholiken und die Protestanten. Hm, wir brauchst du den heute noch. Oder Klaus, was sagst du dazu? Ist mir scheißegal, was du willst. Du Arschloch! Da kann doch keiner einen Text mehr haben. Ja, ja. Die Auftritte, die mal so. Das ist legendär, du. Da hat die ganze Show abgesagt, teilweise für Uhr verlängert. Was war denn da damals genau los? Das war ein ganz arme Säue. Hab mich nie aussprechen lassen. Aber schön, dass du mich an meine Zeiten erinnerst. Jesus Christus, der Erlöser. Ja, das war eine goldene Zeit. Die habe ich aber warten lassen. Bis die sich endgültig dann mal wieder gefasst haben. Ich habe den Saal räumen lassen. Und jetzt alle verblendet. Ja. Aber schön, dass wir drüber gesprochen haben. Alle verblendet und fehlen immer noch Werke. Hat's ja nur die Leute. Soll ich dir mal sagen, was ich wähle? Ich wähle die Telefonnummer von der Telefonseelsorge, du Arschloch. Dann war mir wieder klar. Ja, aber damals hat er auch viel. Er darf ja auch nicht wählen gehen, sonst fehlt er ja auch, dass er noch lebt. Boah, zu seiner Wahlwahlgeschichte sagst du nichts, immer nur zum Rheinwahl. Mhm. Er hat damals mehr Wahlwahl gehabt. Weißt du was? Hat doch bitter nötig gehabt. Du kriegst du wenigstens, weil du noch vernünftig aussiehst. Der auch sich eine Kalkleiste. Von der grobe Haare. Das ist schon gar nicht grau mehr, das ist schon herbstblond. Ich werde auch überall schon grau. Gut, dass meine Sackhaare noch nicht so grau sind. Ja. Da kann ich nichts von sehen, ich rasiere sie mir. Lässt du
Lässt rasieren oder machst du selber? Das macht meine schon, aber ich keine Angst vor zu haben. Mein Gott. Kein Kopfkino jetzt. Ja. Bei dir kann man ja nicht vom Kopfkino reden, bei dir ist schon Kopfporno. Ja, muss ja was Schönes denken. Ne? Kann ich dir sagen, was Schönes? Wochenende und Sonnenschein, das ist schön, so soll das sein. Ja, so ist das. Ja, Gott sei Dank. Oh, nee. Oh, Moment, Manetti. Sag mal, kannst du das Scheißding nicht einmal aushaben? Ich bin froh, wenn wir unter Tage sind. Dann ist ja nicht mal Ruhe hier. Netti, mein Schatz. Netti, mein Schatz. Oh. Ja. Ja. Da können wir uns morgen. Das war mir klar. Ey, die Austausch ist frei. Was morgen ist Schicht, denk dran, du musst nur arbeiten. Malore ist. Ja, zieht halt keine schwarze an für mich. Oh Gott. Ja, den kannst du auch mitbringen. Und Batterien dafür. Was Henrik war da? War Kaugummi-Automat, such dir mal aus. Musikbox im Hintergrund, da redet irgendein. Ich verschwinde. Jo, tschüss Klaus. Jo Klaus, bis nächste Woche. Ja. Ja, gut, also. Ja klar, machen wir. Ja, aber lass du mal bei. Ob du Mail hast oder auch kein. Ach so, noch 12 Minuten, dann hau ich auf ab. Hey, nicht so. Deine Schicht. Muss ja mein Zahn noch ein bisschen kühlen und nachher die Tablette nehmen. Ja, pass auf, dass du wieder fit bist, du. Ja. Ich muss mir jetzt ein Netti kommt und steht auf meiner Auszugau. Erst bist du noch unter Tage. Eine Schicht haben wir noch, oder? Ah. Haben wir aber noch? Dann, aber ja. Dann geht's wieder mächtig los. Jo, oh, dann geht hier wieder ab. Ja. Du kannst ja, du bist ja eh nicht alles. Na. Ja. Aber wenn hier mal eine reinkommt, deine Traumfrau wäre, dann wärst du, würden sie das auch. Nee. Also ich bleib meiner treu. Bist du sicher? Jo. Wenn das jetzt die absolute Burner-Frau wäre, dann wärst du eh wieder schneller als ich. Jetzt nur auf dich stehen würde, prinzipiell. Da würde ich sagen, geht so von meinem Fuß runter, tut wie ein Stöckel, Dinger da. Denn du hast als einziger den stahlverstärkten Barhocker. Ich weiß, den brauche ich auch. Dann muss er also mal getragen werden. Gewichtsklassen werden so alt. Eben. Kann ja nie hier 2 Meter sein. Boah, 2 Meter 14. Ja, vom Gewicht her wäre ich das locker. Da wäre ich auch 10 oder so. Aber wenn der Basketballspieler wollen, kann ich nicht. Er wäre noch nie unten in den Shape reingekommen, so. Alle 4 und dann mit 3 Mann hinter die Schiebe ziehen, vergiss es. Mir reicht jetzt schon, dass das Ende hat hier. Es hat ein Ende, nur die Wurst hat 2. Hat sich aber Ränder schon. Ja, da recht mit gehabt, du. Und keiner weiß, wo Anfang ist. Was hat jetzt mit dem Warnchaos schon mehr Verspätung und alles ist am Streit an den Flughäfen? Hä, da war ja auch letztens noch Terrorwarnung an den Flughäfen. Ruhig. Hoffe mal, dass in Hamburg bei unserem Kumpel da halt okay war. Oh, bei Svenny Boy meinst du? Genau. Dass der seine Katzen gefüttert hat. Der Airport hat sich der. Jo. Gibt ja Burner. Haben wir aber letztes Mal schon Werbung für gemacht, oder? Kann sein, doch, kann sein. Ja. Nee, ich hab schon ein bisschen Schiss in Folge 3, wenn der Grabowski geht. Ja. Wenn der Party macht. Der alte Sound. Scheiße, Klaus ist eben abgehauen, ne? Ja. Ich wollte den noch drauf anhauen, ob er nicht dann auch da ist. So als Spezialgast, weißt du? Ich glaube, der hätte den fertig gemacht. Klaus kommt also nicht nur, aber Grabowski ist eine hinterhältige Sau. Ja. Der hat alle Tricks auf Lager. Die sind ein dreckiger Steiger wie er. Den Ali, den hat da letztens bezichtigt, dass er ein paar Mutterklötzkes geklaut haben soll. Wo? Im Streb unten oder wo? Ja, sicher. Da gibt's keine mehr. Aber er meint, Ali hätte sie eingesteckt. Ali, du, auf Ali, da sie nichts kommen. Das ist nur, weil er nicht so gespult hat, wie der Grabowski wollte. Aber hier, Alimente ist ja auch erst seit 2 oder 3 Jahren. Ja, ja. War vorher im Tagebau. Ja, der war oben. Ja. Der hat schon damals einen Kicker auf den gehabt, 100 Pro. Ja, Liga.
Der Neue muss erstmal Bus bauen, weiß er doch. Irgendwann wird Ali, hat er zu mir gesagt, mal auf den Test mal schicken und dann wird er jetzt auch mal wieder. Das macht er auch, wie ich den kenne, macht er das. Aber ich werde ihn vermissen, der war gut. Wenn er den Karowski am Arsch hast, dann ist der ganze Tag. So, eins sage ich dir. Irgendwann, wenn er komplett Schicht ist, wird der am letzten Tag nicht unten sein, weil er Schiss hat, dass man den da unten hängen lässt. Dass man den auf die Schnauze haut und dass der unten bleibt. Glaub mal. Den schicken wir mit Express-Lift da unten, aber diesmal ohne Sicherung. Ja. Hat er den jetzt? Das war aber richtig. Dann legt man in einem Kübel und stellt ihn den vor die Nase mit der Handschellen drum. Genau. Weißt du was? Das geschieht dem sogar recht. Oder Bungee-Jumping. Zu lange Seil. Zu lang. Ja gut, dann kann es ruhig zu kurz sein. Oh. Und Grabowski ging am Glockenseil. Da gibt doch so einen Film, weißt du, damals? Ja, ja, kenne ich noch. Und du hast hier deine Ischa hat noch gesagt, du musst dir wieder Teddy oder was noch was besorgen heute. Ja, die brauchen noch was für kurze Geodreiecke. Der hat noch auf, der hat noch auf. Ist ja Gott sei Dank nie weit von der Pinte. Ja, an der Scheibe am Deckel, ne? Zeit damit Grabowski deine Party macht. Gute Idee, das mach ich aber auch. Der kann halt ruhig mal lacken, die alte Sau. Das fällt bei dem gar nicht auf. Der hat Geld wie heute, die alte Sau. Und ja. Ganze, wirklich, das, was der halt gebunkert hat. Ach oh. Gott. Ja, komm, geh ran. Ich weiß, was Sache ist. Sag nix, ich hab keinen Bock mehr drauf. Letti, mein Schatz. Wie morgen. Leck mich. Deine Schatz, hab ich doch. Es ist voll die Seuche mit dir. Ja, nee. Pass auf, mir wird da ganz scharf umgerichtet. So viel gibt's gar nicht. Das machen wir. Alles, was du willst. Nee. Nee, da ist Lärmschutz. Da brauchst du keine Angst zu haben, dass du das Mach. Ja. Und hinterher höre ich mir die Nachbarn scheddern. Ja. So ist die alte Kosmala und auf der muss er aufpassen. Also, die kriegt er bald mit. Also gut, ne? Bis morgen. Ja, das Lampenmann doch. Einreden. Weißt du was, du mit deinen Telefonierei, du, das ist mir schon... Oh, da muss ich ja hier absagen, scheiße. Ja, jetzt hast du aber die Scheiße am Stecken. Was haben wir heute nochmal für einen Tag, weil ich wollte dann am Donnerstag. Heute ist Freitag. Kann ich auch das Datum noch sagen, pass auf. 18. Januar. Wirklich? Oh. Was muss? Solange ich nicht nach innen ejakuliere. Ja, ich wollte es gerade sagen, du, genau wie der Piepern da. Ja, dann komm ich bei Alf. Ha! Ich bin immer so gerne. Der Kerl, der verscherzt sich von vorn bis hinten. Der redet ein bisschen. Jo, wenn ich die Kerze aus. Es qualmt auch die Kerze noch. Das ist eigentlich immer das Zeichen, dass ich. Jo, komm, einen immer noch. Ja. Prost, Glück auf. Oh. Dann müssen wir aber auch los. Jo. Schicht im Schacht wohl. So, ich gehe zum Didi. Ja. Und dann die Schicht. Und dann sehen wir uns in Folge 3 oder hören uns wieder, ja? Lasst ein Like da, kommentiert und adressiert. So. Aber nicht unaniert. Und tschüss. Ja, tschüss. Mach's gut. Klaus ist lange weg.